ich aussehe. Hallo. Servus, servus. Mädel, Leute. Hi, hi. Moin. Heute wollen wir zum Fußball gehen wieder. Wir haben jetzt 12 Uhr, wie viel spät ist es? 20? 12.20 Uhr und das Fußballspiel fängt in 40 Minuten an. Ich bin gerade erst zu Hause aus meinem Bett gestolpert, schnell duschen, fertig gemacht. Ganz fertig bin ich aber, glaube ich, nicht geworden. Gegessen habe ich nichts. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Oh, nee. Scheiße. Schade, now we have a problem. Ich glaube, die kriegen wir. Komm, ist gut. Oh, direkt Frühsport. Ehre. Moin. Das war ja schon mal aufregend. Aber wir schaffen die Bahn. Das heißt, wir sind 5 Minuten, 6 Minuten schneller im Stadion. Nach aktuellen Schätzungen. Ich melde mich, wenn ich aussteige. Also ich habe es aus der Bahn rausgeschafft, jetzt bin ich auf dem Weg ins Stadion. Schön. Das ist immer das Schönste, die Allee hier runter zu laufen mit den Bäumen. Nicht eine Straße, viele Bäume. Das ist eine Allee. Ein paar Informationen zum Spiel heute. Hannover 96 trifft heute zu Hause auf den SV Elversberg. Es ist das erste Saisonspiel für beide Mannschaften. Elversberg als Aufsteiger aus der dritten Liga. Ich habe keinen Plan, wo Elversberg liegt. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Der Kapitän, der ehemalige von Eintracht Braunschweig-Söhne, spielt bei denen. Oh, der möchte Hannover natürlich ärgern, aber 96 nach dem Königstransfer mit Marcel Halstenberg, denke ich, gut gewappnet. Und heute wird es nach meiner Einschätzung ein 3:0 ganz klaren Heimsieg zum Einstand geben. Torschütze Teuchert, Nielsen und Köhn darf auch einen machen. Aber ich glaube, Elversberg, die sind so motiviert. Die ersten 20 Minuten werden ganz schwierig werden. Und dann aber, nachdem der erste Ball reingefallen ist, da rumst es richtig in der Verteidigung. Und dann zeigt 96 mal, was ein Zweitliga-Fußball ist. Oh, endlich wieder zurück im Wohnzimmer. Okay, let's go. Jetzt geht's scharf. Herzlich willkommen zur Saison 23-24. Sondern dass sie gegen den Aufsteiger Elversberg nach 25 Minuten 1:0 hinten liegen, Alter. Jesus Christus. 35 Minuten gespielt, Elversberg führt 1:0, Hannover unheimlich ideenlos. Dafür, dass sie Ambitionen haben, in der ersten Tabellenhälfte zu stehen am Ende der Saison, gegen den Aufsteiger Elversberg. Ganz schwache Nummer wieder. Mehr habe ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Heute wird es nach meiner Einschätzung ein 3:0. Minuten gespielt. Elversberg führt 2:0. 3:0. Ich gehe einkaufen. So, Elber für 96, ich bin noch mal Bier holen. Es steht jetzt 2:1, 96 ideenlos, phasenweise fahrig in der Verteidigung, lässt am Anfang wenig zu, dann durch die Ecke fällt natürlich einer rein, naja, und dann der zweite war aus 16 Metern abgezogen, gegen die Laufrichtung von Herrn Zieler, schwierig zu halten. Ist hier ein Gitarrist im Stadion, oder? Naja, ist es halt Hannover, ne? Da darf man auch nicht so viel erwarten. So, jetzt kommt erstmal der Superschuss hier. Ganz genau so ist es. Taking control, Chelsea
Und jetzt geht es in die zweite 45 Minuten. Auf geht's, Hannover. Kämpfen und siegen. Hier kommt unser Team. Hier ist die Mannschaft von Hannover 96. Also meine Prognose für die zweite Halbzeit, die jetzt seit zwei Minuten läuft, ist folgende. Hannover 96 wird in der Schlussviertelstunde zwei Tore machen, mindestens, weil Elversberg fehlt in dieser Zeit die individuelle Klasse sowie die technische Fähigkeit, die die Spieler von 96 natürlich mitbringen. Am Anfang ging es um Kampf und Ausdauer, jetzt steht es 2-1. Zwei Tore sind ein einfaches für Hannover 96 in dieser Zeit. Ich selber bin Sportler, ich kenne das. Am Anfang ganz cool auf Verschießen und dann geht es am Ende nur noch ums Kämpfen, aber die technische Fähigkeit bleibt dann zurück und das ist dann der Moment, an dem 96 auftrumpfen und treffen wird. Hoffentlich, Digga. Wenn die hier verlieren heute, lade ich das Ding einfach nicht hoch. Die Bude zum Saisonstart. Ja, fällt mir auch nichts so ein. Also inzwischen. Oh! 86 Minuten gespielt. Es steht immer noch 2-2. Es ist mir inzwischen scheißegal, wie es ausgeht. Wichtig ist nur, dass die drei Punkte in Hannover bleiben. Der Rest ist mir egal. Was? 2-2 gegen Elversberg verloren. Das darf echt nicht wahr sein. Aber ein Punkt besser als kein Punkt. Aber drei Punkte besser als ein Punkt. 2-2 verloren heute. Und das ist nicht böse gemeint, nicht gegen Elversberg. Gekämpft, gemacht und getan, was in den Möglichkeiten ist. Und auch eine Delegation von 500 Leuten mitgeschickt. Ich glaube, Elversberg, ich meine, es ist nicht respektierlich, aber ich habe, bevor sie aufgestiegen sind, noch nie von denen gehört. Jetzt habe ich sie auf dem Radar. Zum Rückspiel komme ich hin. Da komme ich schön nach Elversberg. Das wird nicht passieren, glaube ich. Also ihr Lieben, wir machen uns jetzt noch einen schönen Tag auf dem Maschsee-Fest hier in Hannover. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Mir, ich fand das Spiel total scheiße. Ja, was soll ich euch erzählen? Also 96 Bälle abgenommen, Werbung für den Fußball, da ich 96er bin. 2-2 gegen Aufsteiger Elversberg, Digga. Das darfst du dir nicht vorstellen. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Hier ist jetzt das Übertragungsende. Ferni und Bert! Oh, total geil! Das ist Mama zusammen! Das ist ein bisschen leid.